Guten Tag miteinander und willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder ein Paket von Temu gekommen. Ich würde sagen, wir schauen gleich lang. Wir gehen drunter auf den Tisch. Gucken wir mal, was da gekommen ist und vor allem, wie das ankommen ist. Das ist nämlich ein aufgerissenes Paket. Praktisch ist, ich muss es jetzt nicht aufmachen, weil es schon auf ist, aber. So aufgerissen, wie das aussieht, sieht es eigentlich fast so aus, wenn das jemand aufgeschnitten hätte. Und wenn der Zoll sowas aufmacht, dann ist Kleber die das aber in der Regel wieder zu. Und das Paket sieht aber meines Empfindens ungeöffnet aus. Machen wir auf. Ich weiß schon, was drin ist. Oder ich glaube mal, dass ich weiß, was drin ist. Da gibt es nämlich so, ja, wie heißt denn das? So Wischmopp-Dingsbums halt. Also auf jeden Fall kommt da mal ein Eimer raus. So. Jetzt können wir in den Eimer reingucken und dann sehen wir, das hat hier so einen Wasservorratsbehälter. Also das ist dann praktisch der Wischmopp. Da kann man dann da unten mit so einem, wie nennt man das, so Klettband. Ein Wischmopp-Befestiger. Es müsste eigentlich alles da drin sein. Stab und alles Mögliche halt. Ich muss gucken, dass ich das alles irgendwie rauskriege. Legen wir das einfach mal. Ja. Ob das qualitätstechnisch das ist, so wie man das vorstellt, das weiß ich jetzt halt nicht. Sind auf jeden Fall zwei so Mops dabei. Weiß nicht, wie man das sagt. So, hier drin ist eigentlich weiter nichts mehr, aber ich sehe, dass da unten, wo mein Finger rauskommt, ist eine Öffnung, wo man Wasser dann nachher ablassen kann. Und hier drin liegt, da unten liegen auch zwei so Silikonstöpsel. Mit denen wird das Ganze, denke ich mal, hier von der Seite verschlossen, dass das dann nachher dicht ist und dann kann man das Schmutzwasser über die Stöpsel nachher ablassen. So, warum, weshalb das so kompliziert gemacht wird, ich habe keine Ahnung. So, der Mittelsteg da drin ist ziemlich dick. Das ist da unten eine richtig dicke Aussparung. Also warum der so dick ist, weiß ich. Vielleicht ist das Ganze dann nachher stabiler. Oder was auch immer. So, jetzt muss ich was gucken. Kann man das auch falsch rum zusammenbauen? Kann man? Weil hier ist eine Aussparung. Für den Griff. Also ich weiß nicht, wie der Griff hin muss, dass ich das runterdrücken kann. Ob das irgendeine Bewandtnis hat oder nicht. Nein, muss das so ein bisschen reinkippen. Okay. Als ich es auseinanderkriege, dann muss ich es eigentlich auch wieder irgendwie zusammenkriegen. Ja, bumm. Also, jetzt haben wir den Eimer wieder zusammen. Hier kommt dann auf jeden Fall ein paar Klett, so ein Wischmopp drauf. Wie gut das dann auch hebt, wenn man damit den Boden wischt, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben halt ziemlich viel Fließboden hier in der Wohnung. Dann kann das unter Umständen schon ganz praktisch sein. Man hat sogar hier an der Seite so eine Nase, wo man das ein bisschen einhängen kann.
Muss ich dann halt einfach, ja, kann ich jetzt vielleicht auch gleich ausprobieren, was es ist. Und ob ich da alle drei einhängen. Aber das müsste eigentlich rein theoretisch. Ja, ich kann man eine Oberklappe. Nee, das ist so. So dumm ist das echt geil gemacht, muss ich jetzt echt sagen. Klappe das da oben, dann kann ich den Wischbob an der Seite einhängen. Profi-Effekt ist halt immer, wenn man sowas direkt vor der Kamera macht, funktioniert in der Regel meistens so, wie man sich das vorstellt. Weil das glättet sich da unten ja dann parallel auch gleich wieder fest. Jetzt die andere Seite auch, der Neuspanner. So, so. Und diese Wischpads habe ich auf jeden Fall gesehen, die kann man relativ günstig noch kaufen. So, dann nach Oberclipser. Der Hip, das jetzt hier an der Seite mitklappt, da draußen ist es dann praktisch eingerastet. Ja. Sollte eingerastet sein, hat jetzt nicht so richtig funktioniert. Aber das ist ja eigentlich heute nicht so schlimm. Meine Kamera, ich weiß nicht, meine Kamera ist los. Die ganze gangelt aus und an, aus und an. Irgendein Problem hat mein Rechner auf jeden Fall. So. Also, jetzt haben wir hier auf jeden Fall immer eine schöne glatte Fläche. Und das Praktische ist jetzt einfach, dass jetzt hier, jetzt ist mein Kamerabild schon wieder weg. Hier kann jetzt mit dem Stab, da muss ich jetzt halt gucken, dass der Stab dann nachher auch dementsprechend in die Richtung guckt, wo ich das dann hier einfüge. Kommt dann hier so rum machen. Kommt dann hier ins Wasser rein und dann kann ich mit dem darüber gehen und kann den dann hier praktisch abstreifen, so dass man der Dreck runterstreift und die dann nachher bloß noch sauberes Wasser drin haben. Und meine Kamera ist, die spendet jetzt echt komplett voll. Also das mit dem Eimer finde ich jetzt schon mal echt ziemlich praktisch. Und dass man mit dem auch vernünftigen Boden wischen kann, ist natürlich auch so ein. Ja, da gehört bestimmt das unten rein. So ein, ja. Ein Stab dabei. Hätte ja, ich eigentlich schon interessant, wie die in China die Sache baut, dass man es halt auf mal echt kleine Packmaß verschicken kann. Also ich weiß jetzt nicht, was mein Rechner für Probleme hat, aber meine Kamera ist die gegangen an, aus. Dann wechsle jetzt einfach mal auf die Kamera, weil die hat bis jetzt nicht außen angemacht. Dann schraube ich das Ganze jetzt hier zusammen und jetzt habe ich einen Wischmopp, wo ich da Hanna überall meinen Boden wischen kann, also auch von der Höhe her, das ist angenehm zum Halten. Dann kann ich das hier in dem Eimer mit Frischwasser versorgen, dann hier rein theoretisch abschabe. Ja, Gott schwer, nein. Und dann kann ich einfach weiter wischen und muss dann praktisch irgendwie das Ganze von Hand auswinden. Finde ich
Auf jeden Fall gar nicht so schlecht die Lösung. Ich weiß jetzt bloß etwas, warum meine Kamera spinnt. Gerade jetzt die Tischkamera, die, ja, die gerade jetzt auch nicht mehr. Keine Ahnung, aus irgendeinem Grund spinnt meine Kamera, dass ich auf jeden Fall rauskomme. Da habe ich bezahlt bei Temu 13,49 €. Das war extrem günstig, darum habe ich es gekauft. Normal kostet es eigentlich immer 15,99 €. Ich putze daheim eigentlich nicht wirklich so viel, dass ich da jetzt wenig Erfahrung habe, ob das eine sinnvolle Investition ist oder nicht. Aber für mich als einer, wo nicht wirklich gern putzt oder überhaupt putzt, finde ich das ist ein schlechtes Ding. Das kann ich jetzt auch praktisch mit dem Eimer irgendwo hinstellen. Dann ist das mehr oder weniger schon aufgeräumt. Ob es da Alternativen gibt bei uns, wo günstiger sind, ich weiß es nicht. Aber ich finde, das ist, ja, wenn es funktioniert, sein Geld auf jeden Fall wert. Wenn es jetzt natürlich beim Putzer eine reine Katastrophe ist, dann ist es natürlich verschenktes Geld, das weiß ich da. Da fragt er mich einfach irgendwann in ein paar Tagen mal in die Kommentare, dann kann ich das dann euch beantworte, ob ich das nochmal kaufen würde oder ob das ausgeschmissenes Geld war. Deswegen würde ich sagen, das war's auch mit dem Video. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Tschüss!